Ich rufe auf die zweite Lesung, Top 33. Das Gesetzentwurf der Landesregierung für ein hessisches Gesetz zur Bildung eines gemeinsamen Landesgremiums nach § 90 Absatz 1 des 5. Buches Sozialgesetzgebung. Berichterstatterin ist die Kollegin Heitland. Sie haben über das alles nicht abgestimmt. Das hätten Sie machen müssen. Das steht aber nicht da drin. Natürlich steht es drin. Weg. Müssen wir warten. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU, Grünen und FDP gegen die Stimme der LINKEN bei Stimmenthaltung der SPD den Gesetzentwurf in zweiter Lesung anzunehmen. Danke. Nicht das erste Wortmeldung, das machen wir ein andermal. Meine Damen und Herren, wir kommen zur Aussprache. Das Wort hat zunächst der Herr Abg. Bartelt für die CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das GKV-Versorgungsstrukturgesetz aus 2012 ermöglicht den Ländern, Gremien nach § 90a des SGB V einzurichten. Die Gremien bestehen aus Repräsentanten des Gesundheitswesens. Und das Gremium hat die Aufgabe, Konzepte sektorenübergreifender medizinischer Versorgung zu entwickeln und zu begleiten. Das Gesetz war befristet und läuft jetzt aus. Die Anhörung zeigte, dass der Gesetzentwurf, die Arbeit dieses Gremiums fortzusetzen, einhellig begrüßt worden ist. Und dem wollen wir auch nachkommen. Die Arbeit des Gremiums wird von uns außerordentlich geschätzt, da sektorenübergreifende medizinische Versorgung an Bedeutung gewinnen wird. Danke. Nächste Wortmeldung, Frau Kollegin Schott für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ob wir die Arbeit des Gremiums schätzen, können wir nicht wirklich beurteilen, weil wir nicht so genau wissen, was das Gremium arbeitet. Wir wissen zwar, dass es getagt hat, aber über seine Inhalte, na ja, also es soll sich irgendwie, soll es öffentlich machen, was es da beraten hat. Aber wie das irgendwie aussieht, weiß man nicht so genau. Wir haben hier gerade vorhin ganz viel über Information und Transparenz geredet. Information und Transparenz wäre auch hier deutlich angesagt. Leider kommt man hier an die Informationen eben nicht so ohne Weiteres ran. Und genau das bemängeln wir. Und deshalb haben wir gesagt, dass man diesen Satz, dass es in geeigneter Weise öffentlich gemacht werden muss, was da beraten ist, eben dahingehend ändern, dass es öffentlich gemacht werden muss, weil das ist doch kein Geheimgremium, das da tagt, das irgendwelche schwerwiegenden staatstragenden Geheimnisse berät, sondern es geht darum, wie man denn sektorenübergreifend vernünftig für die ärztliche Versorgung in diesem ganzen Land, insbesondere vermutlich im ländlichen Raum, etwas tun kann. Das interessiert viele Menschen, um nicht zu sagen fast alle. Und deshalb sollte auch das, was dieses Gremium berät, den Menschen zugänglich sein. Und es sollte natürlich insbesondere denen zugänglich sein, die mittel- und unmittelbar davon betroffen sind. Und das heißt auch, dass es den Menschen zugänglich sein muss, die in diesem gesamten Bereich arbeiten. Und dass die, die in diesem Bereich arbeiten und deswegen auch einen guten Einblick in diesen Bereich haben und deswegen beurteilen können, was dort sinnvollerweise passiert oder passieren sollte oder nicht passiert oder nicht passieren sollte, auch in dieses Gremium einbringen können. Deshalb sollten auch Vertreter und Vertreterinnen der dort beschäftigten Menschen in diesem Gremium sein. Das Gremium ist so groß, dass man darüber streiten kann, ob das sinnführend ist, dass man es beliebig groß macht. Das sollte man nicht machen. Aber es wird nicht beliebig groß dadurch, dass man einen wichtigen Player in diesem Gesamtzusammenhang mit aufnimmt, nämlich die, die dort arbeiten. Das ist das, was wir hier beantragen. Das sind die zwei wesentlichen Punkte unseres Änderungsantrags. Weil genau das nicht erfüllt ist, haben wir auch dem Gesetzentwurf nicht zugestimmt, weil wir der Meinung sind, es kann überhaupt nicht gehen, dass über ärztliche Versorgung, sektorübergreifende Zusammenarbeit und wie man Probleme löst,
lösen kann, geredet wird, ohne dass man viele, die dort arbeiten, eben nicht einbezieht. Das ist für uns ein No-Go. Und man braucht die Öffentlichkeit und die Möglichkeit, dass die Menschen, die davon betroffen sind, auch davon erfahren. Das nicht zu gewährleisten, ist für uns auch ein No-Go. Genau deshalb haben wir diesem Gesetzentwurf nicht zugestimmt. Stimmen Sie unseren Änderungsanträgen zu, dann werden wir auch dem Gesetzentwurf zustimmen. Herzlichen Dank. Das Wort hat Frau Kollegin Dr. Sommer für die SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst einmal möchte ich sagen, dieses Gesetz reiht sich in viele Einbringungen zum Schluss des Jahres ein, weil viele Gesetze am 31. Dezember fristgerecht oder befristet sind und jetzt noch einmal schnell etwas hinterhergeschoben werden muss. Wir hätten uns ein bisschen mehr Zeit gewünscht, sodass die Opposition eben auch Änderungen hätten gewissenhaft einspeisen können. Das ist sehr schade. Die Anhörung hat gezeigt, und darauf ist Kollegin Schott schon eingegangen, dass jeder gern ein Stimmrecht haben möchte. Auf der anderen Seite fordert man aber auch, dass das Gremium nicht allzu groß werden soll. Das ist natürlich dann ein Spannungsfeld bzw. ein Dualismus, und da müssen eben konkrete Vorschläge von den Experten kommen. Dennoch finden wir das, was DIE LINKE vorgeschlagen hat, die Pflegeexperten mit einzubinden und zu berücksichtigen, sehr sinnvoll. Ansonsten ist die Besetzung jetzt so geregelt, dass es paritätisch ist von den Leistungserbringern und Leistungserbringern und Leistungsträgern natürlich. Das ist schon richtig so. Und deswegen wollen wir auch dem Gesetz nicht im Wege stehen. Wir werden uns enthalten. Ich möchte aber auch noch einmal auf das Ziel bzw. auf die Inhalte eingehen, nämlich auf die sektorenübergreifende Versorgung. Diesbezüglich soll das gemeinsame Landesgremium ja Empfehlungen erarbeiten. Und die Gesundheitsversorgung, meine Damen und Herren, ist eine gesellschaftliche Herausforderung. Es ist ein sehr wichtiges und dann auch ein sehr spannendes Themenfeld, was das gemeinsame Landesgremium erarbeitet oder bearbeitet, genauso wie das Konzept für psychosoziale und psychoonkologische Methoden. Und wir würden uns genauso wie die Linksfraktion wünschen, dass dort mehr Transparenz herrschen würde. Als SPD wäre es uns eben, ob dieser wichtigen Bedeutung im Gesundheitswesen ganz wichtig zu erfahren, was beinhalten eigentlich diese Empfehlungen des Landesgremiums, was beinhalten die Konzepte konkret. Darüber haben wir keine Informationen. Und der Kollege Rüdiger Hohlschold hat eben schon erwähnt in seiner Rede, Transparenz ist der natürliche Feind der CDU. Deswegen bin ich ganz dankbar für den Antrag von der Linksfraktion. Auch wir wünschen uns mehr Transparenz. Und wir würden uns sehr wünschen, wenn vielleicht das Landesgremium oder Sie, Herr Minister, im sozialpolitischen und integrationspolitischen Ausschuss über diese Empfehlungen oder Tätigkeiten berichten könnten. Das Landesgremium, da bin ich mir sicher, und da sind wir uns auch sicherlich einig, kann die Herausforderungen und Anforderungen, die durch den demografischen Wandel bezogen auf die gesundheitliche Versorgung auf uns zukommen, gut begleiten. Aber wichtig ist eben, wie macht es das? Welche Ideen werden entwickelt? Was wird umgesetzt, um die Versorgung in Hessen zukunftsfähig zu machen? Das würden wir uns eben zukünftig wünschen, dass Sie uns darüber informieren. Denn ich glaube, das ist ein Anliegen von uns allen, dass wir hier gesund leben und gesund alt werden können. Herzlichen Dank. Für die FDP hat der Kollege Rock das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Es ist viel Richtiges zu dem Gesetzentwurf, zu dem Gesetz gesagt worden. Ich möchte noch einmal für uns ergänzen und auch zum Abstimmungsverhalten zwei Ausführungen machen. Natürlich ist die Frage der Zusammensetzung des Gremiums eine schwierig zu beantworten, weil es gute Gründe gibt für die eine oder andere Veränderung. Darum haben wir es uns an der Stelle ein bisschen einfach gemacht und haben gesagt, wir überlassen dem Ministerium mal an der Stelle den Vorschlag, weil die auch ja seit Jahren die
Zusammenarbeit kennen. Das Vertrauen der Opposition in die Regierung ist nicht grenzenlos, aber dort selbst entscheiden zu können, was jetzt die beste Zusammensetzung wäre, oder einfach nur zu sagen, ich mag die mehr und die weniger, und darum dürfen die rein, die anderen nicht, dem wollten wir uns jetzt auch nicht hingeben. Darum werden wir der Vorlage des Gesetzentwurfs so zustimmen, wie er uns vorgelegt worden ist, und keine Veränderung unterstützen. Vielen Dank. Das Wort hat der Abg. Bocklet für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Herr Präsident, ich glaube, dieses Thema, meine sehr verehrten Damen und Herren, dieses Thema der Einrichtung eines gemeinsamen Landesgremiums ist sicherlich ein wichtiger, aber ich glaube, wir haben noch eine Fülle von noch bedeutenderen Themen. Ich glaube, der Kollege Rock hat gesagt, er vertraut dem Sozialministerium im Sinne, welchen Vorschlag das Ministerium hier gemacht hat. Wir können dem folgen. Ja, ein Landesgremium kann immer noch den einen oder anderen mehr oder weniger vertragen, ob er jetzt beratend Mitglied oder abstimmungsberechtigt ist. Wir halten noch einmal fest, es geht darum, dass dieses Gremium Empfehlungen zu sektorenübergreifenden Versorgungsfragen abgibt. Ich glaube, in diesem Land sind alle Organisationen, Interessenvertretungen so gut aufgestellt, dass sie auch ungefragt Empfehlungen abgeben an die Landespolitik. Auch das darf man vielleicht hier noch einmal erwähnen. Und niemand wird seine Stimme verlieren, eine wichtige Interessenvertretung in diesem Land verlieren, auch wenn er dem Gremium vielleicht nicht angehören würde, weil einige konnten jetzt nicht daran teilnehmen. Es ist keine ideologische Entscheidung, es ist manchmal eine pragmatische Entscheidung. Es muss auch noch arbeitsfähig bleiben, so ein Gremium. Ich finde, es ist eine sehr ausgewogene Entscheidung, so zu verfahren mit diesen Mitgliedern. Ich freue mich darauf, dass dieses Landesgremium weiterarbeitet und kluge Empfehlungen gibt. Wir versuchen in der Politik, uns an diese Empfehlungen zu halten. Ich danke Ihnen. Herr Staatsminister Grüttner hat das Wort für die Regierung. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich will auf drei Aspekte eingehen, die eben in der Diskussion eine Rolle gespielt haben. Öffentlichkeitsmachung der Beschlüsse des gemeinsamen Landesgremiums nach 90a SGB V. Bereits heute werden alle Beschlüsse dieses Gremiums auf der Homepage des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration veröffentlicht. http://soziales.hessen.de/gesundheitssystemversorgung/gemeinsames-landesgremium. Dort sind die Beschlüsse zu sehen. Wenn es um die Fragestellungen der Herleitung dieser Beschlüsse geht, so sind diese in den Arbeitsgruppen dieses Gremiums erarbeitet worden. Zu diesen Arbeitsgruppensitzungen können Vertreter der Pflegeberufe beispielsweise eingeladen werden. Die können ihre Expertise dort mit einbringen. Und ich sage an dieser Stelle sehr deutlich, es macht manchmal Sinn, auch Vertraulichkeit solcher Arbeitsgruppensitzungen zu wahren, weil dort zum Teil Themen angesprochen werden, die auf sehr Widersprüchlichkeiten stoßen, weil die Interessenslagen unterschiedlich sind, beispielsweise zwischen Kostenträgern und Leistungserbringern. Und solange das in einer offenen, konstruktiven Atmosphäre eines Arbeitsausschusses auch offen diskutiert werden kann, kommt man schneller zu guten Beschlüssen, als wenn jedes Wort, das an dieser Stelle gesagt wird, öffentlich nachvollziehbar ist. Zweiter Punkt. Der Landespflegerat hat in seiner letzten Sitzung mitgenommen die Aufgabe, ob er nach § 8a SGB XI einen sektorenübergreifenden Landespflegeausschuss, Landespflegerat gründet. Sollte er zu einer solchen Beschlussfassung kommen, ist die Mitarbeit der Kassenärztlichen Vereinigung, der Krankenhausgesellschaft und der Kostenträger verpflichtend. Und insofern wird an dieser Stelle auch verpflichtend zu regeln sein, die Beschlüsse in Übereinstimmung mit dem gemeinsamen Landesgremium nach 90a SGB V zu bringen. Insofern ist jetzt erst einmal der Landespflegerat am Zuge, zu entscheiden, ob er diese sektorenübergreifende Arbeit der Landespflegerat einrichten will. Insofern sind an dieser Stelle alle diejenigen, die eine entsprechende Expertise haben, mit verbunden. Der BPA hat ja beispielsweise in seiner Stellungnahme aufgeführt, die gemeinsame medizinische und pflegerische Versorgung der älteren Bevölkerung im ländlichen Raum wird eine der wesentlichen Zukunftsaufgaben sein, welche ohne die aktive Einbindung der pflegerischen Infrastruktur nicht gelingen kann. Dem stimme ich zu.
Es gibt allerdings unglaublich viele Pflegeverbände, die auf diesem Feld tätig sind. Wieso man jetzt ausgerechnet eine Gewerkschaft herauszieht, mag den Antragstellern vorgenommen sein. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, die Interessen von den Pflegeberufen, aber auch von denen der anderen Gesundheitsberufe mit einzubinden und das Landesgremium nach 90a zu einem schlagkräftigen Gremium mit wichtigen Beschlüssen für die Versorgungsstruktur in Hessen auch weiterzuentwickeln. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Dann können wir in zweiter Lesung zur Abstimmung über dieses Gesetz kommen. Wer dem Antrag, der Änderungsantrag der Fraktion der LINKEN zustimmt, bitte das Handzeichen. SPD und DIE LINKE. Wer ist dagegen? Die übrigen Fraktionen des Hauses. Damit ist der Änderungsantrag abgelehnt. Dann kommen wir zur Schlussabstimmung in zweiter Lesung. Wer dem Gesetzentwurf in der vorliegenden Fassung zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Danke. Wer ist dagegen? Enthaltungen? Dann ist bei Enthaltung der SPD, Gegenstimme der LINKEN und Zustimmung der anderen Fraktionen dieser Gesetzentwurf beschlossen und wird zum Gesetz erhoben. Ich unterbreche die Sitzung und rufe den Ältestenrat ein in 5 Minuten drüben im Sitzungssaal.